Willkommen zurück zu Super Mario Maker. Hoho, es gibt großartige Neuigkeiten. Das November-Update ist da. Checkpoints, Event-Level hier und da Neuigkeiten, lustigerweise. Und vieles mehr, wie zum Beispiel auch, dass man dieses Minispiel mit den Fliegen schneller hochfahren kann. Das habe ich ja auch noch nie ausprobiert. Kommt auch noch ein Part. Okay, diese Event-Level, Triforce Heroes, ein Level zu Zelda Triforce Heroes, läuft auch als Let's Play gerade bei mir. Das ist ja eine lustige Idee. Die werden wir uns versprochen auch noch anschauen, aber jetzt möchte ich erstmal ausprobieren, das, was wirklich das Beste in diesem Update ist, nämlich die Checkpoints. Oh ja, ich habe mich ja schon die ganze Zeit aufgeregt, dass man in dem Level keine Checkpoints einbauen kann, aber jetzt müsste man sie rein theoretisch einbauen können. Da geht man hier auf, nicht da. Ich habe mir noch gedacht, dass hier unten ist wahrscheinlich für weitere DLCs, die in Zukunft noch kommen, oder? Aber wir sind hier. Nämlich, wenn man den schüttelt, genau, verwandelt er sich in einen Checkpoint. Genau, und die kann man auch, wie man sieht, witzig, aber ich lasse ihn jetzt mal so. Genau, und jetzt, wenn man durchrennt, lustig, auch im neuen Style. Was, gar keine Yoshi-Flagge, wenn man ein Amiibo-Kostüm hat? Ja, das wollte ich eigentlich in meinem neuen Level einbauen. Genau, einen Checkpoint. Ah, Halleluja, endlich Checkpoints. Ich hoffe auch, dass meine Abonnenten viele Checkpoints einbauen werden, denn manchmal sind manche Level echt so schwer, da braucht man einfach Checkpoints. Mann, bin ich froh, dass es jetzt endlich Checkpoints zum Einbauen gibt. Oh, da bin ich jetzt echt froh. Ich platziere den mal jetzt mal hier im Yoshi's Woolly World Abschnitt, aber es gibt natürlich auch noch ein kleines Preview. Okay, hat dass das unten auch angezeigt wird. Lustig, okay. Wo waren wir? Ach ja, gerade. Wir haben ja gerade, Moment, da habe ich schon was reingepflanzt, oder? Ja, nämlich einen grünen Wolljoshi. Gut, hier ist ja rein theoretisch schon das Ziel. Man kann unten reingehen und hier auch noch mit einem Zufallspilz. Oder man kann oben reingehen. Auch ganz lustig. Und hier, das soll der Kreis darstellen, der am Ende von Yoshi's Woolly World in einem Level endet, euch der Blumenkreis, den es in jedem Yoshi's Island Spiel gibt, darstellen. Genau, da kann man sich dann etwas drehen. Und hier setze ich jetzt einfach mal, da kann man ja auch ein Bonusspiel kriegen. Und hier setze ich jetzt einfach mal alle möglichen Amiibos rauf, die ich so habe. Ihr kennt das ja, wenn sich das so dreht und so. Ihr wisst doch, der Blumenkreis am Ende von jedem Level in Yoshi's Island oder Woolly World oder so, oder was es denn noch alles gibt. Die müsst ihr doch kennen, oder? Oder? Will ich hoffen, dass ihr die kennt. Okay, genau. Und da setze ich jetzt einfach mal jede Menge Amiibo-Kostüme rauf. Auch ein paar neue, wie zum Beispiel hier Rosalina aus Super Mario Galaxy. Ich finde es ja echt witzig, dass Rosalina eine Smash Bros. Kämpferin ist. Da tun wir es hin, genau. Habe ich noch irgendeinen? Nö, ich glaube, das reicht. Oder einen setze ich noch drauf, nämlich ihn hier. Auch ein Klassiker. Luigi! Was hat die? Ach, die Röhre, die kommt auch noch. Genau. So. Ja, wechseln wollte ich nur die Richtung. Genau. Und jetzt? Rosalina, die hat eigentlich auch ganz hübsche Geräusche. Luigi. Das wollte ich nicht machen. Okay. Mr. Game & Watch, der ist ja auch meine neueste Figur. Rosalina, Luigi und Glurak. Und halt den modernen Mario. Ja, und unten kann man halt Zufalls machen. Aber ihr merkt ja, da hinten ist auch noch etwas. Das macht man, indem man hier reingeht. Hier setze ich jetzt auch nochmal ein paar Amiibos in die Blöcke rein, wie zum Beispiel unseren allseits beliebten Knoblauchfresser. Ich habe gar nicht gewusst, dass der in Wario Land, also im allerersten, das habe ich ja auch, dass der da das erste Mal vorkommt. Okay, wen könnte ich noch reinpflanzen? Ach, ich tue nochmal den Game & Watch. Ist ein Klassiker und den muss ich etwas öfters einsetzen. Und ihr seht, die Tür hier, den Abschnitt hier gab es ja in Yoshi's Woolly World wirklich im ersten Level, genau. Hier kann man das Game & Watch und das Wario spielen und jetzt kommt man, wenn man durch die Tür da geht. Oh, Moment, habe ich da etwa gar nicht den unsichtbaren Block-Glitch eingebaut? Moment. Das ist doch einer von den unsichtbaren Blöcken. Nein, habe ich nicht den Invisible Block-Glitch eingebaut? Okay, ja, und dann kommt man hier hinten hin. Und wenn man dann, also eigentlich hinterm Ziel. Und wenn man dann da reingeht, Entschuldigung mal, dann kommt man hierher. Dieser Abschnitt, ich weiß auch nicht. Ich wollte einfach Lust, einen Röhrenabschnitt zu bauen. Und ich wollte eh mal einen Level bauen, in dem er hier
Der Hauptcharakter ist nämlich Rob. Rob der Roboter hat ja eigentlich gar keine eigene Spielserie, er war einfach nur ein Zusatzteil für ein NES und ich hatte einfach mal Lust, ein Kanalisationslevel zu bauen und da habe ich ihn einfach mal eingefügt. Ja, ich hatte einfach Lust. Okay, ja, und da geht's wieder raus, nämlich da bei der Röhre. Und hier sind wir dann wieder bei den ganzen anderen. Okay, das ist aber auch die Gelegenheit. Ach, wisst ihr was? Das mache ich dann, wenn ich euch einen Perfect Run von diesem Level zeige. Gut, jetzt ist rein theoretisch alles eingefügt, was es in dem Level zum Einfügen gibt. Ihr habt es gemerkt? Jetzt habe ich so gut wie alle Amiibos. Das ist aber jetzt wirklich der ultimative Amiibo-Level. Da ist jetzt wirklich alles reingestopft. Tja, Event-Levels sind verfügbar. Bei manchen von ihnen kannst du sagen, neue Figuren für den Fragezeichenpilz erhalten. Oh, das ist aber auch interessant. Genau, das gehört ja auch zum November-Update, aber ich finde es echt extrem toll, dass man jetzt endlich Checkpoints einbauen kann. Ach, Halleluja, sage ich nur. Genau. Ach, das freut mich wirklich, dass ich jetzt endlich Checkpoints einbauen kann. Oh, das freut mich wirklich. Das lässt mein Herz höher springen. Okay. Aber nun genug, man kann jetzt auch, was kann ich noch? Ich glaube, irgendwas beim Online-Modus wurde erleichtert, oder? Oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Naja, die Event-Level sind neu, um die gesagt, man kann dieses Minispielen schneller hochfahren mit den Fliegen. Aber da ich das ohnehin noch nicht aufgespielt habe, naja. Aber kommen wir nun zurück zu euren Leveln. Ich hoffe, es werden in Zukunft mehr Level mit Checkpoints sein. Da wäre ich wirklich sehr verbunden. In dem Part machen wir wieder Level vom kleinen Deku. Einen, mit dem ich auch in Zelda Triforce Heroes jetzt öfter spiele. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn ja, den Lukas. Der hat jetzt mehr Level gebaut. Genau. Okay, den habe ich schon gespielt, den da. Oh, jetzt habe ich doch tatsächlich den Wii U Pro Controller nicht hier. Na gut, dann muss ich eben damit spielen. Ich glaube, welchen Level hat er mir empfohlen? Er hat gesagt, er hat einen ganz neuen Level gemacht. Ich glaube, das war der hier. Moment, ich blende noch kurz die ID ein. Ja, ich glaube, da sind jetzt leider noch keine Checkpoints drin. Was mich aber wundert, das Update sollte eigentlich schon gestern kommen, das November-Update. Naja, es gibt angeblich auch eine kleine Vorgeschichte zu dem Level. Die hat er mir auch erzählt. Mal sehen, ob ich mich noch erinnern kann an den Level. Erinnert ihr euch so einen Level Kaizo, fast schon Kaizo, den wir... Okay, soweit ich weiß, genau, Poblock, und was ist dann da drinnen? Den geben wir ja wie in seinem vorigen Level einfach Gegner. Oha, den habe ich jetzt leider nicht erwischt, okay. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, in seinem letzten Level, den wir gespielt haben, da haben wir ja in einer Höhle gestartet. Angeblich spielt dieser Level ein paar Tage, Monate nach dem ersten Level, den ich von ihm angenommen habe. Mittlerweile ist ein Erdbeben passiert und jetzt sieht die ganze Lage im Pilzkönigreich halt nicht mehr so blendend aus. Ist eine nette Geschichte, die er da gemacht hat. So wie in Sonic 3 und Knuckles, da gab es ja auch eine super tolle Geschichte, nur kein Schwein hat sie erklärt. Oh Backe. Ich möchte nicht immer so schwere Level. Wenn, dann baut Checkpoints ein. Checkpoints sind gut. Aber doch nicht sowas. Zumindest ein Item. Ein Item hätte man wenigstens einbauen können. Ach, ich hasse das, wenn man so schwere Level baut und weder Checkpoints noch... Na gut, Checkpoints hat er bestimmt zu der Zeit, wo er den Level gemacht hat, noch gar nicht zur Verfügung gehabt. Aber meiner Meinung nach, er hätte es echt einfacher machen können. So, komm. Was fliegt denn da oben schon wieder? Ja, sehr gut. Oh, oh. Ein Glück. Die stürzen ja zum Glück nach unten. Oha, was machen wir mit dem Gesellen da oben? Oh nein! Er hat doch gesagt, Sekunde mal. Er hat geschrieben, in seinen Leveln sind immer über den Blöcken, wo Gegner drin sind, Items. Natürlich. Der hier. Mit dem kann ich ja die Hammerbrüder ausschalten. Oder zumindest, wenn sie nicht gerade springen. Die springen ja immer so blöd. Oh Gott, dass ich das nicht gleich geschnallt habe. Aber das November-Update, das ist echt super. Und ich hoffe auf noch viel mehr. Ein DLC, den ich unbedingt haben will, ist... Jetzt kommt's. Ich hab's eh schon mal erwähnt. Sehr schön. Oha, einen haben wir allerdings noch. Oh! Na toll. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja. Ach, hier ist die ganze Zeit die Bowser-Musik. Habe ich gar nicht gemerkt. Mehr Level-Themes. Also wie zum Beispiel Dschungel, Gebirge, Eiswelt. Also ich finde, das sollte man schon reintun. Ich habe mich endlich gefreut, dass ich endlich eigene Level machen kann. Und meiner Meinung nach, in diesen ganzen New Super Mario Bros. Wii Hacks, davon gibt es ja wirklich Dutzende. Ich habe zwar nie welche gespielt, aber... Um ehrlich zu sein, ich war schon begeistert. Auch ich habe zwar gewusst, dass sie illegal sind, aber sagen wir es mal so, sie haben mich schon gereizt, weil da endlich mal
neue Ideen drin sind, die nicht ganz so Nintendo-mäßig ist. Und das kann man jetzt hier endlich auf legalem Wege in Mario Maker umsetzen. Nur es sind nicht die klassischen New Super Mario Bros. Wii oder U-Themes dabei, die ich haben wollte. So, dass der... Ich raste gleich aus. Wozu? Ich hätte einen Pilz da oben hingesetzt. Aber nicht sowas. Naja. Ja. Und deshalb sieht das hier so aus, weil es halt ein Erdbeben stattgefunden hat. Okay, so. Oh, der war gar nicht weg, den habe ich einfach nur weggeschossen. Oh nein! Oh, mir reizt der Level. Also der reizt mein Gehirn. Und meine Wutsinne. Kennt ihr Herr Dampfarelli? Wenn nicht, soll ich sich schämen. Die Serie, in der er vorkommt, Rory der Rennwagen, ist einfach nur spitze. Voller Witze. Und dem kommt ja auch immer Dampf aus den Ohren. Wenn er wütend ist. Und so würde es jetzt bei mir aussehen. Wow! Ich möchte den Level schaffen. Oh, jetzt werde ich langsam sauer. Jetzt werde ich sauer. Ah, Rob. Das ist eigentlich schon das zweite Mario-Spiel, in dem er vorkommt. Mario Kart DS war Rob ja auch schon dabei. Sehr schön. Und du? Na, du kommst weg. Wow, ein Glück. Wow, ein Pilz. Das ist aber jetzt extrem gütig von dir, Deko. Okay. Oh, na toll, ich muss nach O. Wow, was ist denn das? Scharfschützen-Koopas. Das könnte eine neue Gegnerart fürs nächste Spiel werden. Angeblich ist ja ein Super Mario Galaxy 3 in Planung. Um ehrlich zu sein, freuen würde es mich ganz ehrlich gesagt nicht. Denn Super Mario Galaxy waren beide super Spiele. Nur, man hat schon am zweiten gemerkt. Die Ideen gehen nicht. Wenn man jetzt noch eins machen würde, zum Beispiel, dann hätte man da bestimmt auch nicht mehr so tolle Ideen gehabt. Nein! Nein, 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 nein. Ich schaue jetzt mal kurz nach, wie lang ist der Level? Wenn nicht... Oh Gott, diese Kaizo-Level, die ringen mich echt auf. Ein Checkpoint an der Stelle wäre genau richtig gewesen. Okay, der ist schon noch lange. Dann probiere ich es nochmal. Okay, was wollte ich gerade sagen? Habe ich jetzt vergessen. Naja, wen kümmert's? Ah ja, Super Mario Galaxy 3 würde mich im Ernst nicht interessieren, denn ich wette, das wird dann schlecht. Denn man hat ja schon alle guten Ideen in Galaxy 1 und 2 reingepackt. Ein Dreier würde dann bestimmt nur noch so billig Ideen haben. Also das ist meine Meinung. Wenn Super Mario 3D World, tolle neue Idee. Ich finde, sowas sollte man mehr machen. Aber nicht... Oh, hallo. Ja, weg mit dir. Ich finde, so etwas sollte man machen. Na gut, 3D Land und World hat man auch schon. Ich finde, man sollte wieder was ganz Neues machen. Und auf gar keinen Fall ein 2D-Spiel. 2D-Spiele hat man jetzt wirklich genug. Super Mario Maker ist eine super Abwechslung in der Mario-Reihe. Aber ein 2D-Mario-Spiel? Nein. Das ist meiner Meinung nach echt unnötig. Ja, ja, sehr gut. Das nehme ich aber trotzdem noch mit. Okay, ich glaube, da geht's rein. Okay, so konnte man auch durchkommen. Okay, und der eine wirft Riesenbuhus. Okay, und jetzt ein Luftschiff, okay, das ist sehr innovativ. Okay, wo geht's da lang? Wow, 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 ein Wunder, dass ich das geschafft habe. Hey, da oben bin ich. Okay, na, endlich komme ich da rein. Okay, und wo komme ich jetzt raus? Okay, Scharfschützenknochen trocken. Und, okay, aber das ist jetzt eine tolle Idee. Okay, was machen Bowsers Truppen hier in der Erdbebengegend? Aber Erdbeben sind so arg. Das ist auch der Grund, warum ich, obwohl mich Japan sehr interessiert, nie hin will. Wow. Wow! Nein! Aber ich möchte den Level schaffen. Ich gebe jetzt nicht auf. Wow. Naja, Super Mario Maker hier mit DLCs und so ist ja eine super Abwechslung in der Mario-Reihe. Aber meiner Meinung nach, man hat schon fast alle guten Ideen aufgebraucht. Was kann man denn jetzt noch machen? Also ein Super Mario,
ein New Super Mario Bros. Wie heißt die neue Konsole, die angeblich rauskommt? NX, Nintendo X. Also so ein New Super Mario Bros. NX würde ich überhaupt nicht wollen. Ich meine, New Super Mario Bros. 2 ist ja das Schlechteste der New Super Mario Bros. Reihe. Und das war echt so einfach und einfallslos, dass es schon nicht mehr unterhaltsam ist. Und New Super Mario Bros. U hat wieder tolle neue Elemente eingebracht. Nur es war dann halt auch nicht mehr ganz so das, was man sich vorstellt. Es hat extrem tolle neue Ideen reingebracht. Aber wir hatten schon 4 weitere. Ich gebe es dazu, man will immer wenn eine neue Konsole rauskommt, gleich wieder ein Mario Bros. Machen, weil das halt so das Markenzeichen ist. Zweidimensionale Spiele mit einem Klempner. Aber ernsthaft, ihr habt genug gemacht. Die ersten am NES und SNES war gut. New Super Mario Bros. DS war gut, hat die Mario Bros. Reihe wieder schön zurückgebracht. New Super Mario Bros. Wii war Spitzenklasse. New Super Mario Bros. 2 war schlechter. New Super Mario Bros. U war auch gut, nur zu. Ich weiß nicht, es war nicht mehr der klassische Mario Bros. Faktor dabei. Sagen wir es mal so. Super Mario Maker, Weltklasse-Idee. Nur zu wenig Level-Pakete. Okay, wo war ich stehen geblieben? Bei den 3D Mario. Super Mario 64. Weltklasse-Idee. Das führt die 3D-Technologie ein. Super Mario Sunshine. Höllisch schwer, aber auch gut. Okay, die Amiibo stehen ja jetzt im Weg. Ich habe nämlich bei den Aufnahmen immer das Wii U Gamepad am Stromschluss angesteckt, damit es nicht. Das Wii U Gamepad, das ist ja meiner Meinung nach vom Strom her das Schlechteste, was ich gesehen habe. Also, na gut, das Wii U Gamepad ist ein super Controller und ich freue mich auch, dass man jetzt das in Kirby und der Regenbogenpinsel und Captain Todd Treasure Tracker wieder die Funktionen, die es eigentlich hat, richtig auskostet. Aber meiner Meinung nach, was Akkuleistung angeht, hat dieses Ding furchtbar. Und wisst ihr was? Mir reicht's. Ich habe genug von dem Level. Er hat ja gesagt, ich soll noch andere Level von ihm spielen. Ihr habt es eh gesehen, da waren noch mehr Level. Okay, ja, tut mir leid, ist zu schwer. Was haben wir da? Den habe ich schon gespielt. Do Nothing. Oh, das klingt schön und spannend im Vergleich zu seinem letzten Level. Und da kann ich auch nebenbei schön was erklären. Wieder so ein Automatik-Level. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, Super Mario Sunshine war meiner Meinung nach fast zu schwer. War aber auch eine klasse Abwechslung. Auch wenn viele das mit diesem Dreck weg, was er hinten oben hat. Ich finde, viele kritisieren das, weil Mario den Dreck weg hinten oben hat. Aber ich finde das um ehrlich zu sein nicht. Das war eine tolle neue Idee. Super Mario Galaxy Weltklasse-Spiel. Es war ja auch so ein Super Mario 128 geplant. Das hat für den Gamecube, aber das hat man dann nicht umgesetzt. Stattdessen kam Luigi's Mansion, was auch ein klasse Spiel ist. Zweifelsohne, ist ein klasse Spiel, Luigi's Mansion. Und es ist eine tolle Abwechslung. Und auch, dass Luigi mal der Hauptcharakter ist, obwohl man das ja eigentlich schon in Mario is Missing hatte. Was übrigens dieselben Grafiken wie Super Mario World hat. Mann, ich erzähle hier ja wirklich viel. Was wollte ich sagen? Wenn. Ich wiederhole, wenn. Wenn man schon, Super Mario Galaxy 2 war auch toll. Super Mario 3D Land Weltklasse. Oh, damit habe ich so schöne Stunden verbracht. Am DS gab es ein wenig. Okay, Welt 4, 3, Flieg. Okay, das klingt auch spannend. Das spiele ich jetzt mal. Super Mario 64 DS war ein Remake, aber ein wirklich tolles. Da hat man wirklich neue Sachen in Super Mario 64 eingeführt. Super Mario Galaxy 2 auch toll. Super Mario 3D Land und World auch toll. Nur, jetzt sollte man kein Super Mario Galaxy 3 nachschieben. Pikmin 4 kommt ja angeblich auch. Okay, und Fliegen! Oh. Okay, ja, die lachen mich alle aus, die. Was ist denn das für eine Art von Level? Okay, wo war ich gerade? Super Mario Galaxy 3 sollte man jetzt, ehrlich sein, nicht nachschieben. Okay, meiner Meinung nach, das Cape hier, das habe ich nie gekonnt. Seht ihr das, was ich hier mache? Im Original Super Mario World habe ich das nie gekonnt. Und hier in Super Mario Maker, ihr seht, es läuft wie am Schnürchen. Ich frage mich, wieso? Wieso konnte ich das früher nicht? Naja, okay. Oh, Treffer-Wheelies in Massen. Okay, da kann man theoretisch auch 1-Ups machen, wenn man ins Ziel geht. Ach, das war auch ein toller Trick in New Super Mario Bros. Wii. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, meiner Meinung nach braucht man wirklich ein Super Mario Galaxy 3. Okay, war eine tolle Idee. Das verdient auf jeden Fall einen Stern. Also meiner Meinung nach Super Mario Galaxy 3, Super Mario 4D World. Oder vielleicht, wenn man schon ein viele Level 27.1 Hardcore Boohoo Haus. Boohoo schreibt man eigentlich anders, nämlich ohne das H. Ja, nämlich, oder wenn, ja, nein, so, Boo, also mit 2 U und dann Punkt
Also nichts und dann huhu. Oh nein, schon wieder so ein Kaizo-Level. Und hier sind jetzt bestimmt keine Checkpoints drin, weil das sein ältester Level ist. Wieso hat er mir die Level eigentlich nicht geschickt? Die sind ja auch eine tolle Idee. Naja, was wollte ich sagen? Super Mario Maker ist meiner Meinung nach genau das, was jetzt wieder mal notwendig war. Eine Abwechslung, die völlig anders ist. Viele denken ja auch, wenn noch ein 2D-Mario kommt, heißt das New Super Mario World. Glaube ich zwar nicht, denn, um ehrlich zu sein, wie gesagt, ich würde es mir auch nicht wünschen, denn wir hatten jetzt ernsthaft genug. Wir hatten genug davon, von den zweidimensionalen Spielen. War alles ganz toll und so, aber meiner Meinung nach, jetzt ist langsam genug. Waren zwar alles tolle Spiele, aber langsam werden es langweilig. Also wenn man schon, ich weiß im Letzten auch nicht, was man jetzt noch machen könnte. Ich finde irgendwie auch bei Kirby oder Zelda, man hat eigentlich schon die ganzen guten Ideen in die Vorgänger reingestopft. Ich weiß gar nicht so genau, was man jetzt eigentlich noch alles macht. Alter Schwede, das sind viele Xen. Ich weiß eigentlich auch nicht mehr genau, was man jetzt eigentlich noch Tolles machen könnte, was so die Verkaufszahlen in die Höhe schellen lässt. Mir fällt jetzt im Letzten wirklich nichts ein. Was könnte man noch machen? Viele denken ja eigentlich auch, dass Nintendo bald pleite gehen wird. Sie waren ja jetzt am Release der Wii U fast kurz davor, weil sie halt zu wenig Spiele rausgebracht haben. Nur das New Super Mario Bros. U war meiner Meinung nach wirklich zu wenig. New Super Luigi U, das war auch eine tolle Abwechslung. Aber wie gesagt, ich kann es nicht genug sagen, die 2D Marios sind toll und schön, aber sie sind zu viele. Oh nein! Okay, nein. Ich gebe freundlichkeitshalber einen Stern, aber der Level ist mir jetzt echt zu schwer. Das ist echt nur noch Hardcore und das ist dann doch nicht mehr lustig. Aber, naja, was könnte man jetzt echt noch machen, um ehrlich zu sein? Ich weiß es auch nicht. Wenn ich Nintendo-Programmierer wäre, würde ich mich mehr auf die Smash Bros. Konzentrieren. Die Smash Bros. Mag ich nicht. Die Spiele. Aber, oha, das sind ja ganz meine ganzen Level hier unter Stern-Level. Höhlenhektik, das sind ja alles meine Level. Wer ist denn das? Radi. Naja, ist aber nett, dass er mir so viele Sterne gibt. Das sind alles meine Level. Okay, und was ist bei seiner Statistik? Oha, ein Stern fehlt ihm noch. Oh, ich wünschte, ich könnte ihm noch irgendwie einen Stern dazugeben. Aber ich weiß nicht ganz, wie ich das machen soll. Naja, wie sieht es bei meiner Statistik aus? Wie viel habe ich jetzt? 160, ist auch nicht schlecht. Okay, naja, was könnte man echt noch tun, um die Verkaufszahlen in die Höhe zu schämen? Meiner Meinung nach ein Smash Bros. Mit Story-Modus. Und Knuckle Joe als Kämpfer. Na dann, also bis zum nächsten Part. Tschüss.